Wir haben eigentlich drei Ziele. Das erste ist mal überhaupt anzukommen, das zweite ist heil anzukommen und das dritte ist schnell anzukommen. Der Nordatlantik ist ein ganz großes Biest. Kreuzseen hinter den Fronten. Alle sollen gesund bleiben. Wassertemperatur wird bis zu 8 Grad runtergehen. Das alles klingt nicht nach einer Schönwetter-Wettfahrt und das wird die vom Norddeutschen Regattaverein organisierte Atlantic Anniversary Regatta von Bermuda nach Cuxhaven auch ganz bestimmt nicht. Am vergangenen Sonntag brechen 16 Yachten und etwa 150 Segler von der Inselhauptstadt Hamilton aus auf, um sich der Herausforderung Nordatlantik zu stellen. Der Nordatlantik ist ein ganz großes Biest und eine sehr gemächliche Überfahrt werden, aber meistens gibt es dann doch die eine oder andere Challenge mittendrin. Ein Tief, was sich bildet, ein Wirbel, der anders dreht, als man es vorher gesehen hat und dann entweder ziemlich starken Wind bringt, hoffentlich Raumschutz. Es kann sein, dass wir in eine Hochdruckbrücke rennen, mitten im Rennen und da liegen bleiben und nicht durchkommen. Der Hauptgrund, warum der Nordatlantik berüchtigt ist, sind halt auch die großen Tiefdruckgebiete, die normalerweise langziehen mit starken Kaltfronten und riesiger Dünung, die da entstehen kann. Und Kreuzseen hinter den Fronten, Wassertemperatur wird bis zu 8 Grad runtergehen, wenn wir jetzt sehr weit nach Norden kommen, so wie es aussieht. Also das ist dann schon kerniges Segeln. Doch nicht nur die Tücken des Ozeans stellen die Segler aus 14 Nationen auf eine harte Probe. Der größte Respekt ist eigentlich darin begründet, dass es eine sehr lange Zeit ist, die man auf See ist. So eine Woche ist auch lang, aber da kann man sich immer noch mal zusammenreißen und irgendwie nach 2,5 Tagen ist dann schon die Halbzeit erreicht und dann schafft man es auch zu Ende. Das ist also hier schon ganz was anderes. Und letztendlich sind wir mit 13 Leuten natürlich auch einfach eine Gruppe, die zwar alle sich gut verstehen, aber wo man dann sehen wird, eben auch unter solchen Bedingungen alle gut miteinander harmonieren. Das muss ich dann eben zeigen. Ja, die größte Herausforderung ist sicherlich erstmal aus der Crew oder den Einzelpersonen, die wir an Bord haben, die sich ja noch nicht so alle noch nicht so furchtbar lange kennen, eine Crew zu machen, das Schiff gründlich kennenzulernen und dann das Beste aus dem Schiff herauszuholen. Und wichtig ist für uns natürlich auch, alle sollen safe bleiben, alle sollen gesund bleiben und vor allen Dingen alle sollen Spaß haben. Der Spaß soll sicher bei keinem zu kurz kommen, doch der Faktor Mensch ist auf dieser langen Strecke von 3.500 Meilen, für die je nach Bootsvermögen zwischen 10 und 25 Tage veranschlagt sind, ein entscheidender. Der Skipper der Class 40 Red, Matthias Müller von Blumenkron, hat in seine nur 4 Mann starke Crew 2 neue Mitglieder aufgenommen. Ein gewagtes Experiment. Bei mir ist immer wichtig, dass es menschlich stimmt. Also die Leute müssen was können, das ist klar, aber es muss vor allen Dingen menschlich sein. Jemand, der super gut ist, aber ein Arschloch ist, auf Deutsch gesagt, der kommt hier nicht an Bord. Die beiden, die ich gefunden habe, neben Volker, mit dem ich eben sehr viel gesegelt habe, tausende von Meilen, sind beides Profis, also wissen, was sie zu tun haben und haben trotzdem große Lust, hier mitzusegeln. Das ist schon mal das Wichtigste. Und ich habe Lust, mit ihnen zu segeln. Es passt menschlich, wir haben den gleichen Beat, die Handgriffe sitzen. Es ist keiner, der sich irgendwie in den Vordergrund drängt. Jeder macht seinen Job. Du hast es gesehen, als wir gesegelt sind. Wir reden kaum. Die Handgriffe sitzen, obwohl wir in dieser Konstellation zum ersten Mal gesegelt sind. Und das zeigt, dass wir da beste Voraussetzungen haben, uns zwischendrin nicht mit Winchkurbeln zu traktieren. Auch für Profiskipper Boris Herrmann ist das Segeln zu fünft auf seinem Sportgerät eine ungewohnte Erfahrung. Doch die Teilnahme an der AAR hat noch einen weiteren Hintergrund. Letztendlich sind ja alle Aktivitäten, die wir machen, sind eine Vorbereitung auf das langfristige Ziel, Vendée Globe 2020-2021. Eine Perlenkette von Regatten. Wir segeln insgesamt 17 Regatten über die 4 Jahre. Und das ist jetzt Regatta Nummer 6. Die erste Regatta, die wir mit 5 Leuten segeln. Also bisher waren wir zu viert beim Palermo-Monaco-Rennen. Das war die größte Mannschaftszahl, jetzt 5. Das ist aber eine gute Größe. Alle anderen Yachten denken natürlich nur 5, aber auf einem Imoca ist nicht so viel Platz. Deswegen ist 5 die Maximalzahl für diese Schiffe. Und
Und ich werde dabei wieder viel lernen für die nächste Regatta. Und so war es auch. Im Juni sind wir die letzte Regatta gesegelt und man lernt immer dazu. Das ist das Spannende an diesen Schiffen. Man findet immer wieder irgendwo noch was, eine Feinheit zum Trim und zu den Segelkombinationen. Und jetzt so eine lange Downwind-Strecke, so wie es aussieht, über den Nordatlantik, wird gut sein für uns, um da nochmal verschiedene Segelkonfigurationen auch zu testen. Die Malizia vom Yachtclub Monaco verlässt als eine der ersten Teilnehmerinnen die Pier, während andere noch beschäftigt sind. Ein letztes Mal das WLAN nutzen, ein letzter Gruß an die Liebste, eine letzte Reinigung, ein letztes Foto und viele gute Wünsche. Gute Reise, Jungs. Wir sind in Hamburg. Ja. Euch auch. Vollständig und sicher. Dann sind sie unterwegs zur Startlinie, die einige Seemeilen außerhalb der gefährlichen Riffe von Bermuda liegt. Bis zum Start bleibt noch Zeit zum Einsegeln. Die sportlichen Ansprüche sind übrigens so unterschiedlich wie die Yachten selbst. Glänzt die Carbonhöhle der Malizia durch Abwesenheit jeglichen Komforts, ist die Swan 48 Dantes von 1976 noch eine echte Fahrtenjacht. Ihre Crew will die längere Zeit auf See durch gutes Essen und die daraus hoffentlich gleichbleibend gute Stimmung wettmachen. Wir versuchen gerade noch so viele Lebensmittel wie möglich zu vernichten vorm Start. Die werden hier permanent angeliefert von den Konkurrenten. Die versuchen uns schwerer zu machen. Wird nicht gelingen, wir essen das alles noch vorher. Aber bei uns natürlich ganz klar, wir wollen auch leben unterwegs, nicht nur Pulver lutschen oder in Wasser auflösen. Dieses Schiff repräsentiert ja noch eine etwas andere Art von Seefahrt als viele der anderen Schiffe, die bei dieser Wettfahrt mitfahren. Wir sind das älteste Schiff mit Baujahr 1976 und vom Rating her, vom IRC-Rating auch das langsamste oder das mit dem besten Rating, sagen wir es mal so, werden das Feld gnadenlos vor uns herjagen. Die erfolgreiche französische Class 40-Skipperin Catherine Pour freut sich da eher auf den sportlichen Wettkampf mit ebenbürtigen Gegnern. Es ist gut, gegen Deutsche zu segeln, das passiert nicht oft. Aber die beiden, die hier dabei sind, Iskaren und Red, zählen zu meinen Freunden. Wir sind schon früher gegeneinander gesegelt, das wird toll. Und dann, endlich ist es da, das erlösende Startsignal für 16 Yachten. Dem 88-Fuß-Riesen Rambler gelingt ein perfekter Nullstart und sofort setzt er sich an die Spitze. Was noch niemand ahnt, nach nur 2 Tagen im Rennen muss der Kentin-Kiel-Renner wegen eines abgebrochenen Backbordruders aufgeben und sich auf den Weg nach Newport machen. Bitter für die Crew und sehr schade für alle anderen. Doch die übrigen Teilnehmer der Atlantic Anniversary Regatta sind auf dem Weg. Und eines ist jetzt schon klar, das Rennen wird für sie alle ein unvergessliches Erlebnis sein. Also für mich ist erstmal das Ende einer riesig langen Tour. Wir sind im letzten September gestartet in Elbe. Sind runtergefahren nach Lanzarote, haben das Transat gesegelt, sind lange in der Karibik gewesen, haben das Caribbean 600 gefahren. Jetzt kommen wir hier oben an nach Bermuda und segeln in einer Regatta zurück nach Hause. Ich bin noch nie mit einer Regatta von der anderen Seite des Atlantiks nach Hause gesegelt. Ich bin also in Kanada gestartet und in Frankreich angekommen. Ich bin in der Karibik gestartet und auf den Azoren angekommen. Solche Dinge. Aber dass man nach Hause segelt, das ist irgendwie ein ganz besonderes Gefühl. Das auch noch als Regatta. Ich finde es eine extreme Herausforderung. Es ist taktisch sehr anspruchsvoll, der Nordatlantik. Aber dann, ab Land's End, sind wir noch 700 Meilen an der Küste unterwegs. Sommerbedingungen, die können ganz wechselhaft sein. Wir können Flaute haben, wir können Wind von vorne haben. Es wird eine sehr taktische Geschichte. Wir segeln in unserer Heimatstadt nach Deutschland, wo sonst kein Rennen hinführen würde für dieses Schiff. Ich bin eigentlich immer irgendwo im Ausland unterwegs und freue mich total, dass wir jetzt mal dann 3 Wochen Deutschland vor uns haben und das Boot den Freunden zu Hause zeigen können. Wir versuchen auch so einen Tag der offenen Tür in Kiel zu organisieren, dass wir einfach mal
Segelfreunde mitnehmen können und dieses Boot, diesen exotischen Bootstyp dann auch einfach mal vorzeigen können. Merken Sie sich also schon einmal die Daten vor, denn die ersten Yachten werden ab dem 19. Juli in Cuxhaven erwartet. Anschließend geht es die Elbe hinauf in die Hamburger Hafen City, wo dann alle Yachten bestaunt werden können. Den Rennverlauf können Sie über den Race Tracker direkt mitverfolgen. Und auf Yacht Online halten wir Sie über alle aktuellen Entwicklungen der AAR auf dem Laufenden.